Gerade in Shootern ist guter Sound essentiell. Wenn eure Gegner euch hören, bevor ihr sie hört, nur weil sie wissen, wie man den Equalizer richtig benutzt, habt ihr einen immensen Nachteil. Deshalb erklären wir euch in diesem Video die Grundlagen der Soundoptimierung. Fangen wir mit den Basics an. Der erste wichtige Schritt ist die korrekte Wahl der Audioausgabe. Dabei ist natürlich wichtig, wie ihr eure Lautsprecher oder Kopfhörer anschließt. Wenn ihr den falschen Anschluss benutzt, erhaltet ihr im Zweifelsfall gar keinen Ton. Bei eurem Audio-Equipment, welches ihr an eurer Soundhardware anschließt, gibt es ein paar Eigenheiten zu beachten. Die erste Unterscheidung betrifft die analogen und digitalen Ausgänge. Wenn ihr eine Digitalanlage anschließt, umgeht ihr damit eine Menge eurer im PC bzw. externen Soundkarte verbauten Audio-Hardware, darunter etwa den Digital-Analog-Umsetzer und jegliche Verstärkung. Gerade diese Bauteile sind bei Soundkarten zu einem Großteil für den guten Klang verantwortlich und machen einen beträchtlichen Teil der Kosten der Hardware aus. Mit anderen Worten, wer eine solide Soundkarte verbaut hat und ein digitales Headset benutzt, trägt auch Schmuck am Nachthemd. Wollt ihr eure Anlage dennoch digital an eine Soundkarte oder Onboard anschließen, spielen einige Eigenheiten beim Nutzen des Digitalanschlusses trotzdem eine Rolle. Verbinden wir etwa eine digitale Surround-Anlage via Toslink-Kabel mit dem optischen Ausgang unseres Mainboards, so steht uns dank Digital Audio standardmäßig nur die Wahl von 2.0 Stereo zur Verfügung. Anders ist das bei der Analogwiedergabe. Hier haben wir sowohl unter Windows Audio als auch in der Realtek-Software Auswahl zwischen allen Konfigurationen. Windows würde also Stereo ausgeben, auch wenn ihr eine Surround-Anlage angeschlossen habt und mehr als zwei Lautsprecher nutzt und selbst dann, wenn ihr einen Mehrkanal-Stream wiedergebt. Das liegt nicht an der Technik, sondern an den Einstellungsmöglichkeiten unseres Onboard-Audios. Mit wie vielen Kanälen und in welcher Qualität Audio standardmäßig ausgegeben wird, muss im Regelfall per Windows Audio konfiguriert werden. Wir können dieses Problem teilweise umgehen, indem wir die Lautsprechereinstellung direkt im gewünschten Programm vornehmen, also zum Beispiel in einem Spiel. Doch lange nicht jede Software oder jedes Spiel bieten solche Einstellungen überhaupt an. Bei einer Analogverbindung ist vieles selbsterklärend. Ein wichtiger Punkt bei analogen Ein- und Ausgängen ist aber deren Verstärkung. Das betrifft unter anderem den Kopfhörer-Aus- und Mikrofoneingang, die beide über eine Pre-Gain-Stufe verfügen, um diese Geräte anzutreiben. Die Anschlüsse für Line-In und Out bzw. die Lautsprecherausgänge werden dagegen nicht verstärkt. Mit dem PC verbundene Boxen benötigen daher einen zusätzlichen Verstärker. Bei gängigen Aktivboxen sitzt dieser im Normalfall im Lautsprechergehäuse. Die Verstärkung ist also wichtig, wenn ihr einen Kopfhörer oder ein Headset anschließt. Ohne die Amplifikation reicht die Signalstärke nicht aus und das Gerät funktioniert nicht wie angedacht. Allerdings sollten Aktivboxen auch nicht am vorverstärkten Kopfhöreranschluss angeschlossen werden, da dieser zusammen mit nochmaliger Verstärkung innerhalb der Lautsprecher eine zu hohe Leistung liefert und für Verzerrungen und im schlimmsten Fall für Schäden sorgen kann. Zum Schluss geben wir euch noch einen Einblick in ein sehr mächtiges Werkzeug der Klangoptimierung, den Equalizer. Fast alle Mainboards, Soundkarten oder USB-Geräte kommen mit einem Equalizer daher. Auch viele USB- oder Funkheadsets bieten das praktische Tool zumeist in Form eines 10-Band-Equalizers. Dieses Werkzeug in geübten Händen ist sehr mächtig, denn damit lässt sich nicht nur der Klang den eigenen Wünschen anpassen, sondern auch Spieletuning betreiben, indem etwa für die Ortung wichtige Frequenzen betont werden. Wir geben euch hier einen groben Überblick, welchen Einfluss einzelne Teile des Frequenzgangs auf das menschliche Hören haben. Fangen wir ganz unten an. Der Tiefbassbereich wird ab rund 20 Hertz für das menschliche Ohr hörbar und verleiht dem Ton einen dunklen, schweren Sound. Nur wenige Instrumente wie der Flügel oder, klar, der Bass, reichen so tief. Für die Ortung ist dieser Bereich unwichtig. Bei ungefähr 40 bis 150 Hertz sind wir im Bassbereich. Der untere Bass sorgt für Volumen. Der Kickbass um 100 Hertz sorgt für den bekannten Kick in die Magengrube. Hier haben viele Instrumente ihren tiefsten Grundton, als Beispiel die E-Gitarre bei 80 Hertz. Ab ungefähr 150 bis 400 Hertz sind wir im Bereich vom Oberbass und dem tiefen Mittelton. Diese sind entscheidend für die wahrgenommene Wärme des Klangbilds. Hier haben zudem männliche und weibliche Stimmen ihren Grundton. Peter Quill. Was bedeutet zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Dass man zwei Probleme mit einer einzigen Lösung löst. Ha, ich wusste es. Es gibt keine Fliegen auf Nowhere. Ha, ich wusste es. Es gibt keine Fliegen auf Nowhere. Der untere Mittelton ab ca. 300 bis 100 Hertz beeinflusst die wahrgenommene Fülle, Wärme und Dichte des Klangs.
Sehr viele Instrumente und generell Geräusche haben hier ihre Grundfrequenz. Dieser Frequenzbereich ist aber noch relativ unwichtig für die Ortung. Bei ungefähr 1 bis 3 kHz sind wir beim oberen Mittelton, auch Präsenzbereich genannt. Dieser sorgt für die Ausdruckskraft eines Klangs, verbessert das Sprachverständnis von Vokalen und enthält Obertöne von vielen Instrumenten. Dieser Bereich ist wichtig zur Einschätzung von Entfernungen. Der Hochton liegt bei ca. 4 bis 7 kHz. Hier ist das menschliche Gehör maximal sensibel. Er bringt Details hervor und ist für Klarheit, Timing, für Sprachverständlichkeit sowie Ortung wichtig. In Warzone zum Beispiel sorgt die Einstellung Boost High im Audiomix dafür, dass genau diese höheren Frequenzen hervorgehoben werden. Dadurch wird die Ortung von Schritten deutlich verbessert. Legen wir los, Alex. Demon Dogs, bringen wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Legen wir los, Alex. Demon Dogs, bringen wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Kommt drauf an, ob Ski erzählen. Von denen habe ich ein paar gesehen. Bei ungefähr 8 bis 20 kHz sind wir im Bereich der oberen Höhen und des Superhochtons. Sie helfen bei der Trennung von Tönen und führen zu einem sauberen räumlichen Eindruck. Einige Obertöne von Instrumenten, wie zum Beispiel der Geige, reichen bis weit in diesen Bereich. Beachtet, dass eine bestimmte Frequenz insbesondere dann stark hervorsticht, wenn Nebenliegende ein wenig herabgeregelt werden. Falls ihr also etwa den Kickbass um 100 Hz betonen möchtet, könnt ihr die Mitten um etwa 200 bis 350 Hz und auch den Tiefbass herabsetzen. Dadurch wirkt der Punch knackiger. Vorsicht, wenn ihr die tiefen Frequenzen hochzieht, werden unter anderem Schrittgeräusche ein wenig gedämpft. Probiert euch einfach durch die Einstellungen und versucht herauszufinden, welche für euch am besten sind. Denn wie so oft spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle, weshalb man nicht pauschal von der besten Einstellung sprechen kann. Außerdem ist es immer Geschmackssache, ob und wie man einen Equalizer benutzt und natürlich verfälscht man damit den Ton. Das ist vergleichbar mit Maggi-Würze. Viele Leute schwören drauf und können nicht mehr ohne, wenn ihr aber einem 5-Sterne-Koch Maggi in die Suppe kippt, kann es passieren, dass er euch eine pfeffert. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr euch über noch mehr Videos zum Thema Audio-Tuning freuen würdet. Ansonsten helfen uns Like und Abo massiv weiter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.